Willkommen im Crew Bashford Hall Rangierbahnhof. Ein Fahrdienstleiter hat uns angerufen, um uns über einen Jubilee-Ausfall an der Acton Bridge zu informieren. Genau, und da geht's für uns gleich hin. Ja, das gute alte Ross hier machen wir gleich erstmal startklar. Und wir fahren zur Hilfe eine leichte Lokomotive dorthin. Naja, ob die Lokomotive hier wirklich so leicht ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber in Anbetracht der Situation ist es wahrscheinlich wirklich eine Leichtigkeit. So, wahrscheinlich sollen wir hier die Wagen erstmal abkuppeln. Ich hoffe zumindest, dass das Symbol dafür steht. Ja, das sah nämlich nach einer Mittelpufferkupplung aus. So, Türchen auf. Auf der Lok draufsteigen. Türchen wieder zu. Dann, ach, sehr schön. Wir haben heute einen Heizer drin wahrscheinlich. Sehr cool. Zylinder hier geöffnet. Ja, erstmal uns hinsetzen. So. Dann, Ventilator geschlossen. Kleiner Auswerfer vollständig geöffnet. Okay. Große Auswerfer geschlossen. Dann Richtungswende auf 75%. Zack. Zylinder. Achso, die Zylinder hier sind schon geöffnet. Gut. Oh. Oh, sehr cool. Sie bewegt sich sogar hier drüben. Ich dachte zu Anfang, dass es einfach nur eine statische Person ist, die hier in den Führerstand reingestellt wurde. Ey, na, das ist ja cool. Das ist cool. Krass. Gut. Dann können wir den Regler hier gleich aufmachen, ne? Ich möchte aber ganz gerne noch mal gucken, ob ich... Ne, okay. Wir dürfen nicht gucken. Ach ja, die Signale sind ja in Großbritannien auf der linken Seite. Guti, dann Leistung auf und los geht's. Genau, Belohnung erhalten, die Pfeife benutzt. So, wir könnten aber vorne mal noch irgendwie Licht drauf gebrauchen, ne? Das sollten wir vielleicht noch draufsetzen. So, wir fahren. Erstmal Fokus zum Signal. Sehen wir wieder in Haltstellung. Die Sonne steht auch schon etwas tiefer. Wir sollten also zusehen, dass wir den Kollegen auch rechtzeitig retten. Ach, Korrektur, die ist gerade beim Aufgehen. Es ist 8.16 Uhr. Dann müssen wir zusehen, dass die Fahrgäste zumindest auf Arbeit kommen oder an ihr Ziel. Je nachdem, was es auch sein mag. Wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Also die Zylinder hier sollen erst wieder schließen. Zack. Ich will hier auch gerade die 20 Meilen pro Stunde nicht so wirklich ausfahren, weil ich kenne mich hier überhaupt nicht aus auf dem Rangiergüterbahnhof. So, auf 15 gehen wir erstmal hoch, weil kommt sowieso erstmal nichts. Davon kommt eine Drehscheibe, eine Weiche. Und da leuchtet irgendwas weiß. So, die Weichenlage stimmt. Was ich noch ausprobieren sollte. Ja, okay. Wenn ich also über Ö und Ü die Bremse steuern möchte, dann steuert das alle Bremssysteme der Lokomotive scheinbar auch an. Weil es kommt jetzt auch noch so ein bisschen als Schwierigkeit mit dazu, dass ich mit mir den Signalsystemen hier
nicht wirklich auskenne. Ich weiß zwar, wie das dann draußen auf der Strecke gehandhabt ist, gerade mit den Lichtsignalen, mit denen ist dann wirklich einfach. Aber hier, was die Rangiersignale und so angeht, weiß ich jetzt nicht so genau. Gerade hier unten auch so, auch gelb und weiß. Ich weiß nicht, ob das eine Art Halterwarten für Rangierfahrten ist. So, P3 dürfte wahrscheinlich für Passenger 3 stehen. Also Bahnsteig 3 nehme ich an. Da hier aber schon grün leuchtet, sind wir wahrscheinlich als eine Art Zugfahrt unterwegs. So, dann geht es natürlich direkt in den engsten Bogen, wo wir auch die schlechteste Sicht haben nach vorne. Dann müssen wir jetzt kurz mal die Seite wechseln und dort drüben hinausgucken. So, das dürfte jetzt bestimmt der Bahnhof von Curry sein. Ja, die haben wir, glaube ich, gestartet mit der ersten Reise. Genau, dort vorne haben wir das Plakat angebracht bei der Einführungsmission. Die wurde leider nicht aufgezeichnet, weil irgendwie die Aufnahme nicht richtig wollte. Also das Video wird leider nicht hochgeladen werden, sondern jetzt eben nur die eigentlichen Szenarien. Was, glaube ich, auch nicht so schlimm ist. Aber ich denke mal, der eine oder andere hätte sich schon darüber gefreut, auch die Einführung zu den Dampflokomotiven mal mitzuerleben. Weil das ist ja auch was komplett Neues, was es in Transensor 2 so bisher noch nicht gegeben hat. Das sind die ersten Dampflokomotiven, die wir hier in dem Spiel zur Verfügung haben. So, Bremsen angelegt. Leistungsregler ist geschlossen. Ja komm, wir lassen den Richtungswender jetzt ausnahmsweise mal so drinnen. Unsere Kollegin kümmert sich hier um die Lok derweilen und ich würde ganz gerne vorne noch schnell die Lämpchen draufstecken. Genau. Ach so, sehr cool. Kann ich hier oben auch irgendwo die Lampe einhängen? Geht das? Da gab es am besten noch die Möglichkeit hier oben. Na schade. Na gut, reicht ja auch erstmal. Noch mehr Lampen müssen da, glaube ich, wirklich nicht drauf. Genau, LMS. So, dann. Ach genau, den Zugschluss sollte man vielleicht noch dran markieren. Ja, das weiß ich, in Großbritannien dürfte das eine Lampe sein, die rot ist. Oder machen wir es so? Komm, wir lassen jetzt einfach mal beide Lampen hinten dran. Ich bin in Großbritannien noch nicht irgendwie im Bahnverkehr unterwegs gewesen, habe damit auch relativ wenig am Hut. Es ist heute eine der wenigen Fahrten auf der Insel und deswegen nehmt es mir bitte nicht übel, wenn das heute alles andere als realitätsgetreu ist. So, Bremsen gelöst und Abfahrt. Oh, jetzt beginnt es noch zu regnen. Ja, willkommen halt in Großbritannien, ne?
Aber bei so schönem Himmel. Das wird sicherlich gleich wieder vorbeigehen. Vorne haben wir dann auch schon die Lokschuppen. Da sieht man sehr, sehr schön, wo die Dampflokomotiven reingefahren sind. Mittlerweile stehen da Prellbrücke davor, also werden keine mehr reinfahren. Aber hier oben sieht man so vom Dampf, der da schwarz rauskam aus der Lokomotive, noch die entsprechenden Verschmutzungen. Oh, was auf 90 Meilen pro Stunde sollen wir jetzt beschleunigen? Ach du meine Güte. Das kann was werden. Wenn hier ein bisschen Licht reinkommt, machen wir bei Regen das Dach auf. Oh mein Gott, das wackelt hier ja sowas von. Ich komme mir vor wie gerade auf einem Boot. Dürfen wir sogar den Weichenbereich mit so hoher Geschwindigkeit durchfahren? Wow. So, das wackelt aber. Meine Güte. Genau, wir können auch die Feuerkammertür offen halten. Dann schippt unsere Kollegin weiter. So, Dankeschön. Das reicht. Okay. Das reicht. Das reicht. Nina, das reicht. Sie macht weiter, okay. So, damit wir nicht die ganze Zeit Regen Tropfen vor der Nase haben, machen wir das Fenster auf. Dann kommt der ganze Regen rein. Das oben auch mal wieder zu. Kommt der Reisezug entgegen. Das ist eben auch krass, ne? Wir haben hier vier Gleise, auf denen man ja theoretisch in jeweils eine Richtung fahren kann. Also wahrscheinlich auf den linken beiden Gleisen fährt man eben in der jetzigen Richtung und auf den rechten beiden Gleisen in aktueller Fahrtrichtung dann zurück in Richtung Crew. Ach übrigens, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, die Strecke selbst führt uns zwischen Liverpool Lime Street und Crewe hin und her. Und das eben, ja, um einige Jahre zurückversetzt auf der Zeitachse. Ich habe so das Gefühl, unser Dampflok fällt auseinander, wenn wir so weiterfahren. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Okay, Radschlupf haben wir hier teilweise auch. Wahrscheinlich. Ja, das wackelt halt auch so hin und her, dass sogar die Lokomotive teilweise nach oben gedrückt wird. Sie wackelt ja in sich. Oh, das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Die 90 sind mir schon unangenehm, weil das sind ja auch nicht 90 Kilometer pro Stunde. Denn zwischen Meilen pro Stunde und Kilometer pro Stunde, also von Meilen zu Kilometer pro Stunde, ist der Umrechnungsfaktor größer als 1. Also wir fahren hier schneller, wesentlich schneller als 90. Ich glaube 75 Meilen pro Stunde waren ungefähr 120 Kilometer pro Stunde. Kannst du jetzt, wenn du ganz fit bist in Mathe, nachrechnen, was dann 92 Meilen pro Stunde sind. Ich mache mir jetzt ehrlich gesagt hier nicht den Aufwand, weil ich hier auch so ein bisschen gerade noch mit der Lokomotive beschäftigt bin und ich hier Angst habe, dass das echt in die Hose gehen kann. Also die wird halt auch nicht langsamer. Wir haben jetzt schon die Leistungszufuhr zu. Einen kleinen Ausläufer zu.
die Kiste. Hier, also da, wie das wackelt. Und die Nina, die schippt hier weiter und weiter und weiter. Die kennt gar keine Grenzen. Doch, jetzt hat's aufgehört. Fahrt. Der Grund, warum die Signale so groß sind, dürfte auch darin liegen, dass man eben nicht nur von der Spitze des Zuges aussehen musste, was ist da vorne los, wie geht's weiter, sondern wenn man eben... Oh mein Gott, ist das schnell. Sondern wenn man auch hinten in... Oh mein Gott, jetzt muss man echt ein bisschen abbremsen. Wenn man hinten ist in... Hinten ist ein Bremsewagen, dann musste man ebenfalls den Zustand der Signale, zumindest auf der freien Strecke, beobachten. Und da ist es eben leichter, ein so hochgestelltes Signal zu beobachten, als ein Signal, was irgendwo unten zwischen Waggons, Lokomotiven versteckt ist, zu entdecken. Bremsen, Nina, nicht weiter schütten. Oh mein Gott. Geben doch schon gar keine Leistung weiter und werden trotzdem immer und immer schneller wieder. Geht das hier so steil bergab? Eigentlich nicht, ne? Bei 94 Meilen pro Stunde. Ich meine, ja, wir müssen uns beeilen, dass wir den Kollegen abschleppen können, aber wir wollen uns ja jetzt hier auch nicht umbringen in der Fahrt. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Gibt es hier eigentlich irgendeine Begrenzung für die Lokomotive, dass die fahren darf? Normalerweise ist doch immer hier vorne angeschrieben, also in Deutschland halt. Ich kenne mich halt mit britischen Dampflokomotiven auch jetzt nicht wirklich gut aus. So, haben wir jetzt schon 10 Meilen zurückgelegt. Ach doch, hier. Wir haben ein Gefälle. Von 0,2%. Aber sie sind die Angaben eigentlich auch in Promille bei der Bahn. Aber vielleicht machen wir das in Großbritannien auch etwas anders. So, Freifahrt erwarten. Komm, lassen wir mal wirklich das Fenster hier offen. Damit wir eine klare Sicht haben. Ich werde hier so durchgeschüttelt. Nur noch 3 Meilen sind es. So, alle Vorsignale auf grün. Ein Hauptsignal auf grün. Danke, Kollege. Wir grüßen auch mal ganz kurz mit der Pfeife durch. Wir müssen bremsen. So, ich weiß jetzt echt auch nicht, wie stark unser... oder wie gut unser Fahrzeug bremsen kann. Wir arbeiten hier wirklich mal ein bisschen mit Gegendruck.
ich sag's dir, wenn wir hier mit der Lokomotive am abzuschleppenden Zug ankommen, dann bin ich so unglaublich froh. Eine Meile ist es noch. Genau, da leuchtet es auch schon gelb. Also halt erwarten. So eine Wachsamkeitstaste gibt es hier nicht. Hier wird ohne jegliche Zugsicherungssysteme mit derartigen Geschwindigkeiten gefahren. So, Leistung ist bei 0. Ey, wieso halten die jetzt so stark an? Ah, das sind noch 0,8 Meilen, also, ne? Ein bisschen was geht noch. Dann lenken, halt erwarten. Jetzt ist es doch wieder grün. Ich glaube, dort vorne leuchtet wieder was, oder? Ne, immer noch grün. Aber wir sollen sicherlich im Bahnhof anhalten. So, 20 Meilen pro Stunde. Das war vorhin die Rangiergeschwindigkeit. Damit machen wir auch auf der offenen Strecke höchstwahrscheinlich nichts falsch. Und das Ungetüm zischt und zischt und zischt. Sehr cool. Na, was wird denn das? Wie geht's denn jetzt hin? Achso, wir umfahren jetzt erstmal den Zug. Gut, dann den Leistungsregler trotzdem erstmal schließen. Die Anzeigen kurz ausblenden. Und zum Stehen kommen. So, dann gucken wir gleich mal weiter. Gut, nehmen wir nochmal die Person und laufen ganz kurz mal aus der Lokomotive heraus. Das ist auch cool, dass man wirklich die Person hier in einem zeitgenössischen Look gekleidet hat. Dass man nicht einfach die normalen Personen hingestellt hat. Hier der Herr mit dem Hut. Einfach sehr cool. Schaut toll aus. So, gehen wir zu. Zack, zack. Offen. Und let's go. Gallonen passen da rein. Ja, und die Kohle, die kommt auch noch nicht so richtig nach. Da muss sich dann wahrscheinlich mal jemand oben auf den Tender draufstellen und das alles nach vorne schippen. Hier geht es ja noch. Hier gibt es ja keine Oberleitung oben drüber. Aber in Deutschland oder so, da muss man da richtig aufpassen. Da darf auf keinen Fall Oberleitung drüber sein. Und das soll ja auch einer der Gründe gewesen sein, wieso man dann damals das Nässen von Kohle
unter anderem auch verboten hat, weil es dort eben immer wieder Probleme gab in Verbindung mit der Oberleitung, die oben drüber hing, weil ja das Personal darauf nicht geachtet hat und dann ist eben ja immer mal irgendwas passiert. Und bei der Eisenbahn ist eben so das Ding, da werden viele Regeln ja wirklich leider Gottes mit Blut geschrieben. Also erst dann, wenn irgendwas passiert ist, dann ergeben sich manchmal neue Regeln daraus. So, Richtungs- und Rückwärts ist eingestellt. Bremse gelöst. Und dann geht's los. Achso, nee, Korrektur. Mal anhalten. Da stimmt die Weichenzunge noch gar nicht. Okay, wir sollen den Fahrdienstleiter anrufen. Wie sollen wir denn den anrufen? Mit Zugfunk oder wie? Mit reduzierter Geschwindigkeit rückwärts fahren. So, Bremsen lösen. Leistung auf. Schön langsam. Nina, guckst du mal bitte ganz kurz mit aus dem Fenster raus? Dankeschön. Ja, nicht nach vorne. Ja, dahin. Danke. So, Nina guckt jetzt mit nach hinten, dass da alles okay ist. Weil die Sicht ist jetzt natürlich stark eingeschränkt durch den Tender, der da ist. Also ich kann nur rechts was sehen, also in Fahrtrichtung rechts. Und Nina kann auf der linken Seite in Fahrtrichtung was sehen. Gute ist, wir haben jetzt hier noch diese Positionsangaben mit dabei, wie weit wir eben noch vom Fahrzeug entfernt sind. Aber wir wollen es uns ja nicht zu einfach machen. Ey Nina, ich dachte, du guckst raus. Deswegen bremsen wir jetzt hier schon ein bisschen mehr ein, weil Nina keinen Bock mehr hat. Das Gute ist, wir haben hier unten diese beiden Schattengrenzen. Und die Sonne steht jetzt günstig, sodass wir eben sehen können, wie weit wir davon entfernt sind. So, jetzt ist es noch ganz kleiner Millimeter. Drücken wir ganz vorsichtig auf und dann sollte es Puff machen. Na? Doch kein Puff, oder ist das der Schatten von der Brücke? Das kann natürlich auch sein. So, das klang aber so, als wären wir gerade am Zug dran. Die Bremse legen wir mal an. So, Anformation ankoppeln, 7 Wagen. So lautet unser Auftrag. Nina schöpft schon mal die Kohle weiter rein. Und dann geht's. Achso, das ist ja noch. Ja, ist klar. Das ist noch ein ganzes Stückchen. Schön vorsichtig. So, das Gute ist, und das geht eben auch nur, wenn man ohne SIFA fährt, dass man sowas hier machen kann. Natürlich ist es auch gleichzeitig die Gefahr, dass da irgendwas schief gehen kann. So, aufdrücken, aufdrücken, aufdrücken. Zack. Das hat doch gepasst. Gut, dann diesmal raus. Zug wird angekuppelt, eingehangen, Luftdruckleitung verbunden, beziehungsweise die Vakuumleitung. Wir fahren bis Runcorn, um die Fahrgäste auszuladen, aussteigen zu lassen und stellen anschließend den Zug an der Speke, also Speak Junction ab. Speke. So, wir laden erstmal auch keine Fahrgäste ab, sondern wir lassen sie aussteigen. Das sind keine Rieder, da gibt es so einen gewissen Unterschied.
vorwärts auf 75, ja genau, steht auch da oben, auf 75 haben wir wieder gehen. Dann, achso, den großen Auswerfer auch vollständig geöffnet, okay. Warten Sie, bis der Unterdruck der Bremse auf 21 angestiegen ist. Und wo sehe ich den? Hier oben wahrscheinlich. Vakuum, ja genau. Also für die Vakuumbremse halt. Und über 21 sind wir halt drüber. Genau, und dann noch den Regler öffnen. Also hier unten. Hier was aus der Kanne nehmen? Nee, das geht nicht. Ja, die Lämpchen hätten wir vielleicht auch mal noch runternehmen können. Na gut. Weil mit Zugschluss und so, das sollte man eigentlich ganz ernst nehmen. Weil wenn uns jetzt angenommen der Zug hier hinten abreißen würde, und wir das überhaupt nicht mitbekommen und wir auch keine selbsttätig ansprechende Bremse hätten, dann wäre das für den Herrn oder die Dame in der Signalbox nicht so schön, wenn unsere Lokomotive dann zwar durchrollt, dann aber noch die alten Zugschlusstafeln dran stecken und es für die Dame so aussieht, als wäre dieser Zug vollständig. Denn die weiß nur dann, dass der Zug zum Beispiel nicht vollständig ist, wenn eben keine Zugschlusstafeln angebracht sind. Entweder A, weil man sich vergessen hat, aber dann wird der Zug eben angehalten, oder B, weil eben irgendwo eine Zugtrennung aufgetreten ist. Und das kann in der Regel der Lokführer, wenn die Bremse nicht selbsttätig anspricht, höchstwahrscheinlich nicht merken. Weil der sitzt ja vorne und der Zugschluss, der ist manchmal viele hundert Meter weit hinten. Und wenn sich da mal zwei, drei Wagen verabschieden sollten, dann wird eben durch die Zugschlusstafeln oder durch die Zugschlussleuchten festgestellt, zum Beispiel an Bahnhöfen mit Personal oder ja eben an Stellwerken, ob dieser Zug denn vollständig ist. Also was ganz genau machen will, in Deutschland gibt es dann für sowas Signalzugschlussstellen, aber so tief wollen wir jetzt hier gar nicht gehen. Das sind die Stellen, wo eben sowas kontrolliert wird oder kontrolliert werden sollte. So, da geht's heute mit einer Jubilee Class über die Strecke. Ich finde auch, das Abschleppmanöver hat eigentlich ganz gut geklappt. Klar, die unglaublich hohe Geschwindigkeit, ja, die ist ein bisschen fragwürdig. Ob man das dann wirklich so machen sollte. Guck mal, hier oben gibt's auch nochmal die entsprechenden Bedienungsanweisungen. Im März 1931. Oh, wow. Und die Laufruhe der Lokomotive im Vergleich zu vorhin, das ist überhaupt kein Vergleich. Das ist ein komplett anderes Fahrgefühl. Aber die durften noch damals bestimmt auch mit so einer Güterzuglok, auch wenn es eine leichte Güterzuglok ist, keine 90 Meilen pro Stunde fahren. Oder das würde mich zumindest sehr wundern. Möglich ist es natürlich, dass man sich gedacht hat, hey, die werden das schon irgendwie schaffen, die Loks. Aber der Viadukt ist wirklich schön.
bestimmt meine Lieblingsposition zur Fahrwegsbeobachtung. Gerade auf der freien Strecke. Man hat einen Überblick über wirklich alles. Jetzt hier eine Überleitstelle? Werden hier die Gleise vielleicht ausgewechselt oder ausgetauscht und ausgewechselt? Auf jeden Fall kommt ein Gegenzug. Grüße, Kollege. Tschut, tschut. Das ist schon echt cool gemacht. Jetzt über eine Brücke. Genau, da kommt auch noch eine Signalbox. Ja, die ist wahrscheinlich für die Abzweigstelle oder Überleitstelle zuständig. Aber das sieht mir hier gerade auch irgendwie ein Abzweig aus. Dass die beiden Gleise hier in der Richtung weitergeführt werden und die anderen hier in der anderen Richtung. Welches Signal ist denn jetzt hier für uns oder haben wir zwei Hauptsignale? Was sollten die denn bringen, wenn die beide für uns gelten würden? Würde ja eigentlich keinen Sinn machen. Für die Gegenrichtung haben wir es ja eigentlich auch auf der anderen Seite. Und dann wäre ja auch das Signal wieder ausgegraut. Gute Frage. Vielleicht aufgrund, aufgrund der Sichtverhältnisse, dass man sich auch hier wieder gesagt hat, wenn der Kollege das hinten im Bremserwagen sehen muss, dann sollte ein höheres Signal vorhanden sein und ja, für den Lokführer vorne, für den reicht vielleicht schon das Tiefe. Aber da hätte man sich auch allgemein auf ein hohes einigen können. Ich weiß es nicht. Falls es jemand beantworten kann, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Interessiert mich brennend. Gerade auch in Großbritannien gibt es auf jeden Fall einiges noch zu lernen. Dann kommt man wieder was entgegen. Erstmal machen wir den Regler richtig auf. So, auf der Sonne ist genau schon ganz ausgelegt. Dass wir hier etwas schneller werden. Geht es hier in 1% Steigung. Sehr cool auch hier gerade zu sehen. Der Unterschied dazu, wie viele Umdrehungen hier vorne pro Minute nötig sind und wie doch relativ langsam sich hier hinten die Treibstangen bewegen. Einfach dadurch begründet, dass die Räder hier hinten viel größer sind und viel mehr Laufweg brauchen, um sich einmal umzudrehen, als hier vorne die. Also der Radius ist halt bei der Lauffläche hier größer, kleiner so rum, und bei der Schnellzuglok hinten wesentlich größer. Was eben daran auch liegt, dass diese Lokomotive hier eher für Güterzüge geeignet ist. Aber sich natürlich dann wiederum auch zum Abschleppen gut macht. Wenn man so direkt neben dem Bahndamm oder so gewohnt hat, zu dieser Zeit, wenn da immer wieder die Dampfhäuser vorbeigeschossen sind, bei Tag und bei Nacht.
30 und ein paar Stunden. Supi! Dort vorne tauchen wieder zwei Signale gleich auf. Das Vorsignal zeigt Freifahrt warten und das Hauptsignal dahinter. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon Fahrt anzeigt. Ach nee, das ist wieder nur auf die andere Seite versetzt. Alles gut. Das ist für den Abzweig dahinter. Oder? Genau. Vorsignal zeigt freie Fahrt. Hauptsignal für uns zeigt freie Fahrt. Und ich glaube, für die Fahrt ins Ausweichgleis, dann müsste dann halt gelten. Das ist immer ist wieder fertig mit Schaufeln und auf jeden Fall gut wieder an. Also irgendwie ist die Kohle mal alle. Was jetzt noch cool wäre, wenn wirklich auch Kohle auf der Schaufel drauf wäre. Und vielleicht Nina nicht eine ganz frische Hose anhätte, die noch schön blau ist, sondern so ein paar Schmutzspuren drauf hat, einfach von der Arbeit. Weil wenn du einen Tag auf so einer Dampflokomotive arbeitest, dann kommst du da nicht mehr mit einer blauen Hose raus. Egal ob als Heizer oder als Lokführer, du hast danach schwarze Klamotten. Wirklich, also wenn du gearbeitet hast. Na gut, selbst wenn du daneben gestanden hast, du hast schwarze Klamotten auf der Lokomotive. Das kann ich dir versprechen. Wer da mit einem weißen T-Shirt auftaucht und eine Woche arbeiten muss, ist danach entweder grau nach dem Waschen oder wenn du es nicht wäschst, ja, komplett schwarz. Dann haben wir auch einen höheren Geschwindigkeitsbereich. Ein bisschen mehr Leistung. Für den Berg zur Anfahrt war das ganz gut, um jetzt auch zu kämpfen. Jetzt geht dann auch auf die Ressourcen, die wir haben. Es ist dann wesentlich ja, energieeffizienter, so zu fahren. Und vor allem muss auch dann Nina nicht die ganze Zeit verschaufeln. Diese Bockenschutzregel sind mit uns. So, halt erwarten. Ja. Bremsen. Hallo? Ich würde gerne bremsen. Jetzt passiert was, okay. Eben ein völlig anderes Gefühl, gefühlt gar keine Bremskraft zu haben. Du siehst zwar, dass sich da an der Zahl was ändert, aber es ändert sich so langsam. Ich wollte den Pumpel auslösen. Ist da denn das Signal gekommen? Das sieht nach Fahrt aus. Das ist auch eine coole Sache. Hier hat man einfach die Signale übereinander gesetzt, weil einmal kann man das schön sehen, wenn man gerade unter der Brücke sieht, steht. Dann sieht man es unten und oben sieht man es eben, wenn man von hier weiter wegkommt. Ein Bahnsteig.
ist rot. Schön vorsichtig jetzt. Das hat doch schon mal gut geklappt, würde ich sagen. So, machen wir das so. Guti. Fahrgäste aussteigen lassen und dazu die Türen entriegeln. Erstmal nehmen wir aber die Leistung zurück. Die geht auf 0. Richtungswender geht bitte auf neutral. So. Dann. Das ist zu. So. Können wir auch so lassen. Türen entriegeln mit. Das links entriegeln, so. Und dann hätten wir es geschafft. Jetzt zischt hier alles richtig. Und dann gucken wir jetzt vor allem mal runter an die Wagen und in die Wagen hinein. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Wir sind zwar heute schön gefahren mit der Lokomotive und haben den Zug hier abgeschleppt, aber ich möchte unbedingt auch mal sehen, wie das hier hinten in den Wagen ausschaut. Das sieht nämlich sogar ziemlich luxuriös aus, würde ich sagen. Ja, Feuer schon mal auch, okay. Oh, also von der Ausstattung her wirklich erste Sahne. Zeitgenössischer Charme. Gepäckablagen. Schön in Hochglanzoptik. Die Tische glänzen. Alles schön sauber. Wirklich cool. Was haben wir hier? Ach so, genau. Die Heizung können wir. Oh, sehr cool. Die Heizung können wir hier auch bedienen. Ne? Toll. Wirklich toll. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Jetzt kommen wir hier ins Saunaabteil. Nein, Spaß. Ist natürlich keine Sauna. Aber hier drüben, da finden wir die Handbremse vom Wagen. Da können wir uns auch auf den kleinen Sitz hier draufsetzen. Dann sehen wir hier unten ist so ein Loch im Boden. Da geht eben diese Stange durch. Und da kann man dann zum Beispiel hier an der Kurbel drehen und hat dann darüber eben die Handbremse angelegt oder gelöst. Ne, das dürfte hier eine Art Zugführerabteil sein. So, dann hier haben wir das Bremsventil. Da können wir quasi, hier oben sieht man es schon, aus der Vakuumbremsleitung auch dann ja, Luft reinlassen bzw. rauslassen. Beziehungsweise, nein, Korrektur, wir können nur Luft reinlassen und dann legen die Bremsen an. Genau, ist ja genau umgekehrt das System. Ja, eine Notkupplung haben wir hier unten mit drin. Eine Heizung, die wird dann entsprechend auch über die Dampfheizung betrieben. Ist jetzt kaum bis ja, wenig Druck drauf. Also bis fast gar kein Druck eigentlich. Wieso haben wir denn. Was haben wir denn hier? Zwei Türen? Ach, die eine ist. Okay, die eine Tür ist scheinbar für die Fahrgäste und die andere Tür ist dann eben für das Personal. Ja, und wenn es auch hier hinten in den Gepäckbereich hinein geht. Alles klar, okay. Kommen wir hier in den Käfig, genau. Die Käfigtür. Hier kommen dann immer die Fahrgäste rein, die böse sind. Gemeinsam mit den Bären. Das war früher so. Nein, natürlich nicht. Das Gepäckabteil in dem Fall. So, zu und zu. Oder Fahrräder und all sowas konnte man da sich nicht reinstellen. Wobei, ich weiß nicht, wie viele Leute damals mit Fahrrad unterwegs gewesen sind. Aber ich glaube, das war dann eher für Gepäck eben reserviert. Ja, so viel dazu. Gut, wir setzen uns wieder vorne in die Lokomotive rein, schließen damit die Fahrt ab, machen die Tür zu und hoffen, die Fahrgäste hatten eine angenehme Fahrt. War ihre Fahrt angenehm? Nein. Sie ignoriert die Frage, also die Fahrt war nicht so angenehm. Kann ich mir auch vorstellen, wenn man stundenlang vielleicht mit dem Zug dort herumsteht. Und damals war eben auch Bahnkomfort noch etwas anderes.
andere Sachen gewöhnt. Was nicht unbedingt heißen muss, dass es besser oder schlechter gewesen ist. Je nachdem. Unsere Reise führt uns aber noch ein kleines Stückchen weiter. Und zwar wollen wir den letzten Bahnhof natürlich auch noch erreichen. Deswegen Bremse lösen. So, der Druck wird wieder aufgebaut. Es geht los. Und Abfahrt. Nächster Halt, Speak. Nebengleis 3. So, und jetzt geht es über den wahrscheinlich ja, schönsten und spektakulärsten Brückenabschnitt auf dieser Strecke. Nämlich einmal über diese wunderschöne große Brücke, die einmal sowohl das Stadtgebiet als auch den Fluss überspannt. Und schon von der Aussicht her ist das wirklich einmalig. Seite. Richtig, richtig cool. Leider können wir nicht so weit in die Außenansicht, dass wir die gesamte Brücke sehen können. Das ist wirklich ein bisschen schade. Aber ich glaube auch so, die Brücke mit ihren Türmchen hier, mit ihren Brückenköpfen, das ist so spektakulär und schön. Wirklich. Überall der ganze Dampf von der Lok. Richtig cool. So, jetzt irgendwas ist grün. Das sollte man eben zwischenzeitlich auch mal überprüfen, dass man nicht irgendwo ins Nichts fährt. Noch 6,1 Meilen. Ganz schön viel vor uns. Wow. Echt schön. Ja, und hier das gesamte Stadtgebiet ist auch wirklich von Eisenbahnschienen durchzogen. Hier drüben der große Rangierbahnhof. Nee, das sieht eher aus wie Industrie hier. Also wirklich Stadtgebiet ist hier noch nicht. Oder nicht mehr. Das war wahrscheinlich dann das kleine Örtchen auf der anderen Seite. Oh, zu weit, zu weit, zu weit. Abbremsen. Bitte. Werd langsamer. Oh, oh. Oh mein Gott. Ich dachte, jetzt... Oh. Okay, hier muss man viel langsamer fahren. 20 sind hier wohl nur zugelassen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ankündigung gesehen. Und jetzt darf man wieder schnell fahren. Was ist denn das? Oh mein Gott, hatte ich jetzt Angst. Ich dachte jetzt, wir kollidieren mit dem anderen Zug. Ganz knappe Sache. Dann hätten wir bei der nächsten Abschleppaktion nicht nur eine Lokomotive gebraucht, sondern auch einen Kran. So, freie Fahrt. Den Kran aufmachen und mit 4,3 Meilen Entfernung sind wir noch vom Zielort entfernt. Wir können ja außerdem mal kurz gucken, wo wir denn eigentlich heute schon alles lang gefahren sind. Unsere Tour hat uns nämlich von Crewley unten müsste das sein. Ja, vom Bahnhof hier vorne aus.
bis nach, ja, fast bis nach Liverpool geführt. Wir werden dann hier vorne enden im Güterbahnhof. Also einen Großteil der Strecke haben wir heute gesehen. Und du kannst mir so mal deine Meinung reinschreiben, was die Strecke angeht. Vielleicht mal noch nicht unbedingt zu den Lokomotiven. Wobei, das kannst du eigentlich auch mit reinpacken. Aber ich finde zum Beispiel, die Strecken hier aus Großbritannien sehen vom Detaillierungsgrad, von der Umsetzung, ein ganzes Stückchen aus besser aus als die Strecken zum Beispiel in Deutschland. Das Einzige, was mir nicht so ganz gut gefallen hat, war an der einen oder anderen Stelle diese, naja, die copy and pasteten Häuser. Aber das macht man eben sehr gerne, gerade bei Objekten, die in etwas unscheinbarer Entfernung stehen, wo das vielleicht auch nicht so auffällt. Da finde ich es auch gar nicht so schlimm, aber wenn man es eben ja, übertreibt mit Kopieren und Einfügen bei so Gebäuden, da finde ich es immer ein bisschen schade. Aber auch hier die Bahndämme, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, das Gras, das man dort draufgesetzt hat. Allgemein auch die Lokomotiven, die Fahrzeuge machen echt Spaß. Auch vom Ambiente her, wie hier oben der Qualm rauszieht aus der Fabrik. Und wie auch die Lokomotiven dampfen. Wobei es da halt ein bisschen, naja, komisch ist, dass der Dampf so nach vorne ohne Probleme rausströmt und sich dann so, naja, ganz allmählich langsam den Rückweg sucht. Ich glaube, das würde dann echt auch ein bisschen anders aussehen. Aber wirklich, ist okay. Es macht Spaß. Und ich glaube, mit dem Add-on kommt wirklich jeder Dampflokomotiven-Freund voll auf seine Kosten. Klar, auch hier haben wir wieder einen automatischen Heizer oder eine automatische Heizerin, besser gesagt. Aber gerade das finde ich gut, weil für jemanden, der auch einfach ja, fahren möchte und nicht hier alle möglichen Knöpfe, Schalter, Hebel, Ventile bedienen möchte, dass der eben die Lokomotiven genauso gut fahren kann, wie eben der ja, eingefleischte Dampflok-Profi, sodass eben wirklich jeder an diesem Add-on Spaß haben kann. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch bald mal eine deutsche Dampflokomotive in den Simulator oder mehrere. Ich würde mich drüber freuen. Was ich besonders cool fände, ja, wäre irgendeine schwere Güterzuglokomotive. Ich wette, wenn eine Dampflokomotive aus Deutschland kommt, dann entweder eine Allzweck-Lok, sowas wie bestimmt die 86 oder eben eine Reisezuglokomotive. Ich glaube, den Güterverkehr, der wird erst reingebracht, also im Sinne von Dampflokomotiven, wenn der Personenverkehr auch da ist. Wahrscheinlich, weil der etwas mehr Abwechslung in TSW 2 bieten kann, einfach durch das Anhalten, durch das Öffnen von Türen, die Interaktion mit Fahrgästen, hin und wieder mal einen Zug zum Beispiel abschleppen. Klar, das geht auch bei Güterzügen, aber der Handlungsspielraum ist, glaube ich, für DTG größer, wenn sie sich dafür eine Personenzuglok entscheiden. Oder vielleicht sagen sie, hey, wir bringen alles rein. Sowohl Dampf als sowohl Güter als auch Personenzugdampflokomotiven. Das wäre natürlich richtig schön. Aber so eine deutsche Dampflokomotive, das fehlt echt nur im Simulator. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch irgendwie vielleicht in Zukunft mal kommt. So, 1,7 Meilen. Dran denken, gerade eben sind wir viel zu schnell durch den Bahnhof durchgefahren. Deswegen haben wir jetzt erstmal etwas langsamer. Das ist jetzt eben auch wieder so was typisch Britisches, dass man hier diese Backsteinbauten rechts und links hat. Sowohl hier oben diese Fabrikhallen, als auch dann da hinten diese Wohnen. Ja, oder? Ne, sind wahrscheinlich auch Fabrikhallen.
Fahre jetzt mit Halt erwarten. Wir fahren in ein leichtes Gefälle hinein. Oh, ich glaube, da hinten ist ein Gasometer. Ja, das sieht so aus. Also das ist mit anderen Worten ein riesengroßer Tank, wo Gas reinkommt. Und jetzt kann man es leider nicht von oben zeigen. Dadurch wird halt das Gas dann, oder daraus kommt dann das Gas, was zum Beispiel in Wohnungen und Fabriken genutzt wird, um entweder zu heizen, den Herd anzuschmeißen damit, alles Mögliche. Um Hochöfen vielleicht auch damit zu befeuern. So, und hier vorne müssen wir dann anhalten. Ach nein, da drüben ist grün. Da drüben ist grün. Das können wir auch vorne prüfen. Hier sehen wir dann nämlich ein grünes Lämpchen. Für all diejenigen, die sich bei den Signalstellungen nicht ganz so sicher sind, das lässt sich über die Taste 9 in der Stellwerksansicht, in der Übersichtsansicht oder Disponentenperspektive ganz gut erkennen. Sieht hier schon so ein bisschen aus wie Hafengebiet da unten. Fliegen wir ganz kurz rüber. Oh, die ganzen Gleise. Nee, das wirkt aber tatsächlich nur so. Da ist noch kein Wasser in Sicht. Da geht's nach drüben. So, hier sehen wir jetzt auch mal den ganzen Fahrweg ein. Wir werden hier durchgeleitet, bis wir dann dort hinten in den Abstellgleisen ankommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Stumpfgleise sind, also sprich, ob da ein Prellbock am Ende ist, oder ob wir dann einfach in einem Durchfahrtsgleis ist da stehen bleiben. Wer vorhin genau aufgepasst hatte, der konnte es vielleicht schon sehen. Ich habe nur geguckt, wo wir geografisch ungefähr stehen bleiben. Da gucken immer mal so ein bisschen die Schwellen raus, dann sind sie wieder etwas überschüttet. Ich hatte die Strecke vorhin so gelobt und dann kommt sowas hier, wo dann auch irgendwie sich der Schotter dazwischen mal auflöst oder verengt, durch die Schwellen hindurchragt. Das finde ich wieder ein bisschen schade. Es mag ja sein, dass das vielleicht auf den Güterbahnhöfen wirklich teilweise so ist in Großbritannien, dass die komplett überschüttet sind oder so. Oder dass man da eben mit der Gleispflege, mit der Gleissorgsamkeit nicht so umgeht wie auf Hauptstrecken. Aber dann finde ich, hätte man das doch irgendwie anders darstellen müssen in der Simulation. Und nicht so, dass das dann hier dynamisch aufploppt. Weil das ist schon irgendwie ein bisschen erlebniseinschränkend. Sie wackelt und wackelt hier. So, 11,5 Stunden haben wir drauf. Ja, die Stumpfgleise scheinen rechts zu sein. Uns scheint ein durchgehendes Gleis zu sein. Oder? Man sieht das nicht so richtig. Ja doch, das ist durchgehend. Okidoki, dann lassen wir den Zug hier gleich mal stehen. Vielleicht schon mal einbremsen.
Und da hätten wir es dann. Super duper. Kuppeln Sie die Wagen ab und bringen Sie die Maschine in den Schuppen, damit sie untersucht werden kann. Alles klar. Dann. Die Nina kann jetzt wirklich mal aufhören hier mit dem Schaufeln. So. Hier ganz kurz etwas rückwärts. Dass wir rückwärts zurückkommen. So. Bremse anlegen. Und zwar voll. Dann runtersteigen. Und dann geht's runter. Schnell machen. Zack. Wir sollten vielleicht auch mal noch kurz. Haben wir hier irgendwo nicht eine Handbremse gehabt? Die war doch gleich im ersten Wagen, oder? Genau hier. So, die Handbremse anlegen. Damit uns die Kutsche nicht wegrollt. Okay. Einmal Türchen zuschieben. Das Türchen zuschieben. Die Tür zumachen. So, und dann sind wir der Türmeister im Zug. Hier durchgegangen. Zack, rausspringen. Tür zuschmeißen. Und dann heißt es für uns Abfahrt. Ja, auch wenn du guckst, wie groß hier diese Treibachsen sind. Oder die Treibräder. Größer als der Mensch. Bestimmt 2 Meter Durchmesser hier. So, können wir mal lösen. Die Tür machen wir zu. Den Sitz klappen wir aus und setzen uns drauf. Dann. Ja, die sollte man ja öffnen und dann schließen während der Fahrt. Das ist auch nicht gut. Da ist doch eine Weiche nicht. Die Weichenzunge lag gerade nicht so, wie sie liegen sollte. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir sind aber schon durch, ne? Wir haben wahrscheinlich die Weiche jetzt auch gefahren. Gut, so soll sie stehen. So, nochmal neu. Reinigen die Lokomotive. Bremse lösen. Und weiter. So. Wenn die Lok ins Depot soll, dann drücken wir die wahrscheinlich hier gleich zurück. Wir fahren einmal raus aus dem Güterbahnhof. Vor zur Einfahrt. Halten dann hinter dem Gleissperrsignal an. Oder ne, Gleissperrsignal wird das nicht sein. Lichtsperrsignal oder Formsperrsignal. Ja, anhalten wäre ganz gut. So. Lösen wieder. So, Druck geht hoch.
Der Fahrweg führt uns jetzt einmal hier hindurch, dann nach links weg, nochmal nach links weg, nochmal nach links weg und dann hier hinein. So, das stimmt, das stimmt. Ja, die Weichenlage stimmt. Und wir können bis in die Werkstatt direkt. Da brauchen wir uns jetzt keinen Kopf drum machen, dass wir uns hier irgendwie verfahren könnten. Ja, hier ist ein Gleisstumpf, der einfach ins Nichts geht. Ja, wahrscheinlich eine Art Flankenschutzweiche, die man hier mit reingebaut hat. Aber den Zug dann da in die anderen Gleise hineinzuleiten, naja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Weil wenn da was kommt, das ist natürlich auch nicht so gut. Wenn man jetzt sagt, gut, das sind vielleicht Nebengleise, dann lässt sich die Weiche da vielleicht noch begründen. Oder, was natürlich auch möglich ist, dass sie einfach ein Überbleibsel ist von einem, naja, von einer vorherigen Verzweigung, einer Kreuzung, die da vorher eingebaut war, oder irgendeiner anderen Wechselmöglichkeit von Gleisen, weil die Trassierung sich eben über die Jahre geändert hat. Und. Guck mal, das Depot ist sogar schön beleuchtet dort unten. Ja, bis an den Breiburg werden wir nicht ranfahren. Wir fahren so ein bisschen in den Eingangsbereich hinein. Halten auf halber halben Hälfte an. So, den Dampfausstoß sollten wir auch ein bisschen minimieren. Einmal auf dem groben Gleis stehen bleiben und den Rest können wir den Kollegen machen. So, dann ist es angelegt. Die Leistung geht unbedingt noch zurück. Gehen wir in Neutralposition. Türen auf. Heruntersteigen. Ich muss ja echt aufpassen, dass du da nicht reinfällst. Ich weiß gar nicht, ob man da in Transient 2 dann wieder rauskommt. Oder ob man dann da drinnen bleiben muss. So, die Lampen nehmen wir mal runter. Na gut. Insofern es geht. So. Und dann an einem Ort anhalten, wie angezeigt. Ich habe irgendwie so den Drang, ausprobieren zu wollen, ob man aus dieser Grube wieder rauskommt oder nicht. Aber ich weiß, wenn ich da reinstürze und man nicht rauskommt, dann wäre das Video leider beendet. Deswegen lassen wir das jetzt mal. Türchen machen wir zu. Auf den Sitz setzen wir uns drauf. Leistung vorwärts. Und Abfahrt. Stellen wir wahrscheinlich noch unsere Lokomotive weg. Und sie schaufelt die ganze Zeit weiter da drüben. Das ist doch eigentlich auch mal gut. Ich weiß, da muss echt viel Kohle rein in so einen Dampflok, aber irgendwann ist da auch mal ein Limit erreicht. So, jetzt in die Fahrtrichtung. Und dann fahren wir auf 35 mal.
gucken unbedingt mal in die Dispositionsansicht. Ja. Jetzt passt das. Die Weiche davor waren nämlich noch nicht gestellt. Jetzt kommen wir mit der Gangblock auch auf das andere Grubengleis. Können wir die fast direkt daneben parken. So, ein Pfiff zum Abschied noch, um den Dienst auch wirklich ehrenvoll zu quittieren. Lassen Sie noch hineinschnaufen und dann langsam reinbremsen. So, das war's. Anlegen die Bremse. Und die müssen noch zurückziehen. Nee, andersrum. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hoffentlich ist die Maschine nicht allzu lange außer Betrieb. Sehen wir mal, wie es gelaufen ist. Und so sehe ich das auch. In dem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit.